durch eure überlegene Wissenschaft. Und hallo und herzlich willkommen zum Raumpatrouille Orion Special Runde 189. Die Raumpatrouille Orion ist soeben gestartet und hat den Weltraum erreicht. Deutschland ist damit die erste Nation, die es geschafft hat, den Weltraum zu erklimmen und damit eine neue Welt zu besiedeln. Ich bedanke mich bei allen, die die ganzen 189 Runden mit zugeschaut haben, plus die ganzen Specials, die ich dann auch nochmal hier und da rausgehauen habe. Ich hatte es auf die Sekunde genau geplant oder auf die Runde genau geplant. Zumindest dann in den letzten 10 Runden war es doch relativ deutlich, wie schnell ich doch das Raumschiff bauen konnte. Einigen wird es vielleicht ein bisschen sehr schnell gewesen sein, denn das Wesentliche ist eigentlich am Ende, dass die großen Wissenschaftler die Technologien schnell genug ranbekommen. Schauen wir mal auf die einzelnen Informationsseiten, die uns das Endergebnis bietet. Die Information, wir haben den Weltraumsieg errungen, den Wissenschaftssieg. Die Demografie sagt natürlich deutlich, warum Deutschland das machen konnte, weil natürlich Deutschland alle Gegner aus dem Felde geschlagen hat und nur Ägypten als das Land, was treu das Bündnis gehalten hat, ist noch am existieren. Ich möchte mal meinen, man könnte auch sagen, Ägypten hat die Gnade Deutschlands erreicht. Die Rangliste, ganz super tolle 6217 Punkte. Augustus Cäsar, ich habe Rom als Stadt auf Ziegeln vorgefunden und habe es in eine Stadt aus Marmor verwandelt. Ja, ich muss mal sagen, ich weiß nicht, wie viele Punkte das Maximum ist, aber einigermaßen okay, finde ich das schon. Gut, wir sehen die Wiederholung in Form von den Nachrichten. Ich scrolle hier einfach mal die Nachrichten so ein bisschen durch. Kann sich ja dann jeder selber anschauen. Teilweise sind die Nachrichten halt auf Englisch, weil die Spieler scheinbar mit dem englischen Client spielen. Und dann wurde das auch bei mir auf Englisch eingetragen. So. Da sieht man auch, wer hier welches Pantheon gekriegt hat. Frankreich hat das Kulturpantheon genommen, wann die Pyramiden gebaut worden sind, wann die einzelnen Städte gebaut worden sind. Wo goldene Zeitalter gewesen sind. Hängende Gärten, Terrakotta-Armee. Das Orakel, Hagia Sophia wurde von der Boje vollendet. Und dann in Runde 81 wurde der Krieg erklärt. Captain erklärt der Boje den Krieg. Der Franzose breitet sich mit einer weiteren Stadt aus. Pasargade wird eingenommen. Susa wird eingenommen. Persepolis wird eingenommen. Tarsus wird eingenommen. Gent wird auch eingenommen, okay. Und dann ist wieder Frieden, zumindest für eine Zeit lang. Und man merkt schon, da sind die ganzen Forschungsabkommen, die die anderen unterzeichnen. Und in Runde 131 erkläre ich allen anderen den Krieg. Face, Good Cat und Torgal. Denn alle drei hatten sich gegen mich verschworen. Aber gegen den Captain sich zu verschwören, bedeutet auch gleichzeitig Kampf bis zum Umfallen. Und ja, Frankreich hat als erstes die Hauptstadt verloren mit einem guten, schnellen Fregattenangriff über die Binnensee. Weiter geht's. Paris wurde dann zurückerobert und im gleichen Atemzug habe ich die Hauptstadt wieder zurückerobert. Also hat er nicht besonders viel lange davon gehabt.
Dann gab es den etwas längeren Stellungskrieg, der ja notwendig war und wo dann ja quasi in den Runden 150 schon etwas knapp war, dass dort die ganzen Fregatten und Linienschiffe von dem Briten von England vor Berlin waren. Aber als das geklärt war, konnte man dann schließlich auch so langsam im Süden vorpreschen und Canterbury wurde eingenommen. In der Zwischenzeit wurde natürlich auch bei Russland Gordium eingenommen und natürlich Kyoto. Und schließlich ab Runde 170, wo es dann Schlag auf Schlag ging, fast jede Runde, jede zweite Runde wurden irgendwelche Städte eingenommen. Ja, ab da war klar, jetzt nur noch die Endplanung machen bis zum Schluss, um dann möglichst schnell noch den Weltraumsieg zu erlangen. Und es hat mich echt gewundert, dass ich dann doch Frankreich, England und sogar Russland komplett aus dem Spiel nehmen konnte und trotzdem gleichzeitig mit voller Pulle an dem Weltraumsieg arbeiten konnte. Äußerst zufrieden und schließlich in Runde 183 der Weltfrieden ist wieder eingetreten. Ja, und zum Schluss dann nur noch die Raumschiffteile bauen. Und die Zeit insgesamt 173 Stunden. Am Spiel und ja, damit das Spiel in den Nachrichten. Wir zeigen das Ganze nochmal in Form von Grafiken. Die Punkte sagen relativ deutlich, was war. Was wäre sonst noch interessant? Bekannte Technologien wäre sicherlich noch interessant. Man sieht, technologisch war ich die meiste Zeit, bis auf ganz am Anfang, deutlich voraus und dann später einen großen Sprung gemacht und dann wieder mal eine lange Phase nix und dann wieder nur ein Sprung, Sprung, Sprung und gerade dann, als dann mehr oder weniger die anderen immer mehr zusammenbrachen, zack, und vor allen Dingen dann hier zu dieser Zeit, gelb, das ist der Boe, glaube ich, dann immer mehr weggekommen sind, immer mehr eingenommen worden ist, ging das dann auch mit dem mit der Wissenschaft hoch. Und ganz zum Schluss die ganzen, ja, das ist dann die Zeit ab den Laboren und mit den großen Wissenschaftlern, wo dann unheimlich viel erforscht wurde. Sehen wir uns die Bevölkerung an. Das sind jetzt die reinen Bevölkerungspunkte. Das ist der eigentliche Indikator für Erfolg. Und man sieht, wenn ich nicht den Krieg gegen Derboe geführt hätte, dann hätte er mit seiner Bevölkerung deutlich weitergemacht. Und so musste ich zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach angreifen, ihn aus dem Spiel nehmen und entsprechend dann mit dem geraubten Land oder dem erworbenen Land und der Bevölkerung daraus dann schön in die Höhe zu gehen. Hier gab es mal einen Knick, das war wahrscheinlich, als ich Städte eingenommen habe und abgefackelt habe. Okay. Was sehen wir noch? Militärmacht. Ja, Militärmacht, ganz klar. Deutschland immer auf Platz 1. Ganz einfach durch die vielen Barbaren am Anfang. Und später halt dann sowieso haushoch überlegen bei der Militärmacht, weil sie einfach so weit fortgeschritten waren technologisch und dann so ein Riesenreich hatten. Also auch wieder ganz entscheidend am Anfang der Sieg gegen Derboe, der dann entschieden hat, wer quasi die Großmacht ist, um voranzuschreiten. Was haben wir hier noch? Produktion. Ja, auch wieder. In dem Moment, wo ich Derboe angegriffen habe und was eingenommen habe, ist meine Produktion höher gewesen. Unzufriedenheit. Nee, das machen wir nicht. Hier, überschüssige Zufriedenheit. Ja, überschüssige Zufriedenheit. Gucken wir mal, wo ist denn Deutschland? Es gab, glaube ich, nur ganz wenige Momente, wo ich wirklich
nicht zufrieden war mit meinem Reich oder meine Leute nicht zufrieden waren. Ganz zum Schluss gab es nochmal einen Moment, wo ich knapp, wo ich auf die Null Zufriedenheit war. Aber ansonsten immer zufrieden. Also auch ideal gelöst. Und dann der Wissenschaft pro Runde Ertrag am Anfang. Ja, man sieht es deutlich. Sind alle ziemlich lange ungefähr gleich auf. Ich setze mich schon ein kleines bisschen von ab, aber es ist auch nicht viel. Und erst wieder mal durch den Sieg gegen Derboe geht es dann richtig los. Und später dann mit dem wachsenden Fortschritt und der Konzentration auf Wissenschaft geht es noch weiter in die Höhe. Gut, ich denke mal, das sind alle wichtigen Fakten und Daten. Schauen wir uns noch die Karte an und genießen jetzt noch in Stille, wie es alles durchläuft. So, und damit sind wir am Ende von dem Spiel. Und ich bedanke mich nochmal wirklich allen fürs Zuschauen und für die Kommentare, auch in der User-Story, im Forum. Es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht, dieses Spiel als Block zu gestalten, jede Runde. Und wie ihr ja seht, ich habe noch so einige andere Spiele im Petto, die ich auch Runde für Runde beschreibe. Das Zulu-Spiel vor allen Dingen wird auch Runde für Runde bestritten und beschrieben. Das England-Spiel wird alle 7 Runden im Sinne von James Bond 007 bestritten. Und mit meinem mehr schlecht oder rechten Englisch quasi beschrieben und dokumentiert. Und ganz neu habe ich auch noch Griechenland angefangen, um mit dem guten Alexander ja, auf Eroberungstour zu gehen. Oder? Ja, auf Eroberungstour, würde ich mal sagen. Das war's und man sieht sich dann bei den anderen Spielen. Ach ja, und eine Sache habe ich natürlich noch vergessen. Schaut doch vielleicht nochmal in das alternative Ende rein, falls ihr es noch nicht von alleine entdeckt habt.